Was ist aber mit den Millionen Frauen, die auch weiterhin arbeiten? Seit Beginn der Corona-Krise wurde für insgesamt 11,7 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Das gab die Bundesagentur für Arbeit gestern bekannt. Nicht nur Frauen, natürlich, aber in einigen Branchen eben überwiegend schon. Verkäuferinnen zum Beispiel, die jetzt wieder in vollen Kaufhäusern stehen und sehen müssen, wie sie zurechtkommen. Mit uns Kunden, mit Hygienekonzepten und mit zu viel Arbeit in Kurzarbeit. Sascha Adamek und Pune Jali-Lewand. H&M, nicht gerade bekannt für gute Löhne. Mitten in der Corona-Krise lobt ausgerechnet die Gewerkschaft Verdi das Unternehmen. Denn H&M stockt das Kurzarbeitergeld freiwillig für seine Mitarbeiter auf. Alles gut also? Wir treffen Saskia Schmackis vergangene Woche nach ihrer 8-Stunden-Schicht mit Mundschutz. Oft verzichtet sie auf ihre Verschnaufpausen. Das ist gut. Die Maske ist nass. Man hat so das Gefühl, als ob man hier wirklich so einen Betonstein auf der Lunge hat. Und das ist wirklich so das Highlight nach dem Feierabend. Man kommt raus, die Maske geht runter und man atmet erstmal tief durch, tief einatmen. Und das ist so ein befreiendes Gefühl im Moment. Seit 20 Jahren arbeitet sie bei H&M. Die Betriebsrätin aus Dortmund kann offen mit uns sprechen. Im wochenlangen Lockdown war sie auf null Kurzarbeit, also zu Hause. Später auf 20%, am Ende waren es 80%. Dafür hat sie kein Verständnis. Es sei einfach zu viel los gewesen. Es ist voll, die Menschen wollen natürlich einkaufen. Wir bekommen Ware, die eingeräumt werden muss. Man hat im Endeffekt die volle Arbeit, aber auf weniger Stunden, auf weniger Zeit. Es ist einfach nicht mit Kurzarbeit zu bewerkstelligen. Dabei ist die Kurzarbeit eigentlich ein einmaliges Überlebensmodell. Wenn es in Krisenzeiten wie jetzt weniger Arbeit gibt, hilft der Staat Firmen und Beschäftigten, den Arbeits- und Lohnausfall auszugleichen. Die Arbeitsagentur ersetzt 60% des entgangenen Lohns, bei Eltern 67%. Für Unternehmen wie H&M bedeutet das eine Übernahme von Lohnkosten durch den Staat. Aber wie viel Arbeitsausfall gab es seit Öffnung der Läden überhaupt noch? Rechtsanwalt Manfred Wulff vertritt den H&M-Gesamtbetriebsrat und spricht von einem legalen Mitnahmeeffekt. Dies sei kein Einzelfall. Es gibt sicherlich einige Beispiele, nicht nur bei H&M, aber auch bei H&M, dass bestimmte Filialen von eher schon eine schlechte Kostenstruktur haben und jetzt im Rahmen der Kurzarbeiterzeiten man noch diese Lohnersatzleisten benutzt, um diese ungünstige Kostenstruktur etwas zu verschönern. Bei Öffnung der Läden Mitte April bleiben viele Mitarbeiter trotzdem in Kurzarbeit. H&M teilt dazu mit, Arbeitsverdichtung gebe es nicht. Und Kurzarbeit werde nur dort genutzt, wo ein erheblicher Arbeitsausfall vorliege. Kontraste aber erreichen interne Mails aus anderen Filialen mit schweren Vorwürfen. Mit Kurzarbeit sei die Arbeit schon lange nicht mehr zu schaffen. Von einem Arbeitsausfall kann bei uns überhaupt nicht die Rede sein. Es ist echt kaum möglich, mit den wenigen Menschen eine Filiale zu besetzen, geschweige denn die Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen durchzuführen. Harte Vorwürfe, mehr Arbeit in weniger Zeit. Auch die Betriebsrätin erzählt, dass man das Gesundheitsschutzkonzept so nicht immer einhalten könne. Also wir hatten jetzt zum Beispiel am Samstag das Problem, dass wir sehr viele Kunden im Laden hatten. Und ich dann für mich auch einfach die Problematik hatte, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt zu viel, ich gehe jetzt an den Eingang, stelle mich dahin hin und kontrolliere jetzt einfach, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Wenn der Laden voll ist, na, dann ist das wirklich so auch ein bisschen Panik, Angst. H&M sagt dazu, der Vorfall sei nicht bekannt. Das Gesundheitsschutzkonzept sei mit den Betriebsräten besprochen und werde ständig geprüft und eingehalten. Arbeitsverdichtung, Stress. Für Saskia Schmackis kam noch die Arbeit als Betriebsrätin hinzu. Über Monate verhandelt sie den Arbeits- und Gesundheitsschutz mit. Von zu Hause. In stundenlangen Verhandlungen zur Hochzeit der Krise. Das ist harte Verhandlungsarbeit. Das ist viel Information, viel Lesen. Ne? Themen, die man nicht kennt, sich aneignen. Da geht es auch darum, dass man einfach auch mal Gesetzestexte nachlesen muss, ne, wo man einfach nicht fit drin ist. Wir haben 4 Tage lang Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz verhandelt mit dem Gesamtbetriebsrat und dem Arbeitgeber. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Arbeit, die Saskia Schmackis gemacht hat, obwohl ihre Arbeitszeit teils bis auf null gesetzt war.
H&M hat zwar allen das Kurzarbeitsgeld freiwillig aufgestockt, Betriebsratsarbeit aber will H&M zunächst nicht eigens kompensieren. Warum ist es dann ein Problem, Betriebsratsarbeit zu bezahlen? Na, und es ist ja auch Arbeit, die wir für den Arbeitgeber gemacht haben. Der Arbeitsrechtsexperte Peter Schüren meint, Betriebsräte sollten eigentlich nie auf Null gesetzt werden, weil dann die Betriebsratsarbeit unmöglich gemacht würde. Wenn Betriebsräte in der Kurzarbeitzeit arbeiten, also ihre Betriebsratsarbeit machen, dann muss ihnen diese Betriebsratsarbeit später durch Freistellung ausgeglichen werden. Freistellung von der Arbeitszeit. Und wenn das nicht geht, dann müssen diese Stunden bezahlt werden. H&M teilt Kontraste dagegen mit. Zusätzliche Betriebsratsarbeit in der Kurzarbeit werde in Höhe des aufgestockten Kurzarbeitergeldes bezahlt. Also kein zusätzlicher Ausgleich für die Betriebsräte. Immerhin, in ihrer Filiale in der Dortmunder Tiergalerie wurde die Kurzarbeit diese Woche beendet. Kaum eine Mitarbeiterin aber hatte sich gegen diesen Druck gewehrt. Aus purer Angst. Werde ich vielleicht Ende des Jahres keinen Arbeitsplatz mehr haben? Also das macht ganz viel mit einem. Man hat auf einmal schlaflose Nächte. Man weiß gar nicht, wie gehe ich da jetzt mit um. In einem Punkt war die Kurzarbeit bei H&M trotzdem erfolgreich. Niemand wurde bislang entlassen.